Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu Assetto Corsa Competizione. Im heutigen Video nehme ich dich mit auf ein kleines Online-Rennen auf dem Red Bull Ring im Porsche 992 GT3 R. Das Rennen geht 25 Minuten lang. Ihr seht alles aus meiner Perspektive quasi ungeschnitten. Rechts oben habt ihr ein kleines Videofenster. Da seht ihr die Wiederholung, die ich synchron zum Rennen geschnitten habe. Auch aus meiner Perspektive, allerdings von oben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. So, und los geht's. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, das Rennen wird genauso geil wie das letzte Rennen hier. War echt mega. Hat es so viel Spaß gemacht, gerade eben. Und es ist die Seltenheit, dass man hier auf dem Red Bull Ring fahren kann in Assetto Corsa Competizione. Meistens sind die Server auf Monza, Spa und... vielleicht noch was noch so beliebt. Ja doch, das war es eigentlich. Monza, Spa, Zolder manchmal. Ja, aber Red Bull Ring ist schon eine Ausnahme, wie ich finde. Deswegen freue ich mich umso mehr, hier mal ein Rennen bestreiten zu können und euch natürlich mitnehmen zu können. Vorher war ich mit vollkommen falschen Reifendrücken unterwegs. Ich bin gerade noch so auf den Server gekommen, bevor das Rennen losging. Hatte dann immer so, ja, knapp 26 PSI, also ein PSI unter der empfohlenen, unter des empfohlenen Drucks. Aber ich muss mich jetzt echt konzentrieren, sonst schieße ich noch jemanden ab. Aber Red Bull Ring macht einfach immer Laune. Vielleicht gebe ich dem da vorne jetzt mal einen freundschaftlichen Gruß gleich mit. Da wollte er mich einklemmen. Es wird aber nicht reichen für die nächste Kurve hier. Ich mag seinen Fahrskill nicht. Er fährt so richtig so, ja, weiß nicht, so auf Asozialkampf. Im letzten Rennen hatte ich einen unglaublich tollen oder einen unglaublich tollen Zweikampf mit einem über mehrere Runden. War echt cool, einfach so immer mit ein paar Zehntel Abstand einträchtig nebeneinander hergefahren, war mega. Jetzt wird er wahrscheinlich rüberziehen hier wieder und mich ein bisschen ins Gras drängen, oder? Nee, tut er nicht. Hätte ich mir jetzt aber vorstellen können. Ja, und es ist halt doof. Wir verlieren hier durch dieses Gebettle echt viel Zeit. Nach vorne wird der Abstand größer. Hinten, die hängen schon ganz dicht an mir dran. Ja. Aber ich meine, besser so, als gegen eine KI zu fahren, die ständig denselben Mist macht. Boah. Gut, dass ich da einen zweiten Gang runtergegangen bin, sonst hätte ich ihn, glaube ich, im dritten nicht so abbremsen können. Gott, was war ich für eine beschissene Linie? Boah, das war gerade echt haarscharf.
Ja, aber er nimmt die Streckenbreite gut mit, da oben bei den Kurven, wo es dann bergab geht. Mein lieber Schwan, das macht er echt gut. So, jetzt vielleicht mal auf der Seite. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Der fährt weniger Flügel als ich, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihm genügend Platz gelassen eigentlich. Da kann er nicht meckern. Ach, da steht immer noch der eine. Und der geht so krass hier raus, weil hier irgendwo da fährt er die an. Gut 15 Abstand jetzt. Ein bisschen was gewonnen. Ich hoffe, ich komme jetzt hier weg. Runden Seiten passen auch für meine Verhältnisse. Schade. Nicht gut rausgekommen hier. Boah, aber ich bin jetzt froh, dass der mal vor mir weg ist. Ja, ich glaube, er probiert es mit der Brechstange. Jetzt hat er 18. Rückstand. 19. Da wollte er, glaube ich, zu viel gerade eben. Ich glaube, ich mache das jetzt immer mit dem zweiten hier. So fährt sich die Kurve viel gemütlicher. Also gleich schnell, aber irgendwie unaufgeregter. Gut, nach vorne hin habe ich glaube keine Chance. Die Jungs waren im Qualifying eine Sekunde besser als ich. Schade, zu weit rausgekommen hier. Ja, die nehme ich. Ich habe gerade die Schaltwippe nicht gefunden. Ah, so geil. Hab gelenkt und die Schaltwippen gehen ja mit beim Lenken. Hab ich gedacht, wo ist die Schaltwippe? Am schnellsten ist man ja, wenn man ein bisschen rutscht, wenn man ein bisschen Schlupf hat. Obwohl im dritten ist, glaube ich, doch dann ruhiger und man kommt besser rum. Ich fahre nächste Runde mal im dritten nochmal. Ich bin eigentlich bis jetzt auf den kleinen Fehler mit dem Schalten ganz konstant unterwegs. Freut mich immer am meisten, wenn ich solche Rennen fahre. Oh. Hui. Das war gut. Es war so ein bisschen rumgeslidet. Also der schnellste Weg eigentlich. Wenn man, ja, einfach die Traktion oder den Grip voll ausnutzt.
Ah, früh ans Gas nächstes Mal. So, dritter Gang. Kennt ihr Dirk Schooten? Der fährt Rennen im Porsche Cup, glaube ich, ist. Und er macht so geile Videos, also auch Onboard-Aufnahmen. Und da gibt es so ein Video, in dem fährt er in die Box rein. Und er erinnert sich immer dran, den Boxenknopf zu drücken, also den Pit-Limiter. Und dann sagt er immer, Rad Switch, Rad Switch, Rad Switch. Mega geil. Ach genau, davor sagt er immer Box, 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 dass er dran denkt, in die Boxengasse reinzufahren. Nein, nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Hui, 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 hui. Ja, ich finde es geil, so Selbstinstruktion. Fährt da ein Rennen und sagt so Red Switch, Red Switch. Oh, war ich da jetzt zu weit draußen, oder? Oder wie war denn das gerade? Oh, Diggler kommt von hinten. War der vorher auch schon hinter uns? Der kommt mir nicht bekannt vor. Diggler. Die Diggler. 1, 2. Hm. Der könnte meine Geschwindigkeit fahren. Ah, Kacke. Konsequent reinbremsen. Aggressiv. Man sieht es auch rechts oben in der Anzeige, falls ich da nicht so ein Fenster hin mache. Very aggressive. So, jetzt volle Konzentration. Kacke, Diggler kommt näher. Der fährt auch den letzten Sektor, fährt er viel schneller als ich. Ah, jetzt wollte vielleicht Diggler zu viel. Hat jetzt 4 Zehntel verloren. Okay, das war zu viel reingebremst. Gewinnen dadurch auch keine Zeit. Doch, dieser zweite Gangtrick ist eigentlich ganz gut. Jetzt war ich gerade schneller ein bisschen. Und für mich lenkt er dann ein bisschen besser ein. Mann, meine ganze Zeit gut gemacht. 3 Zehntel gerade kaputt gemacht. Ich fahre jetzt wieder so, wie ich die normalerweise fahre. Ich habe gerade versucht, die weiter außen zu nehmen. Diese schnelle links oben am Berg, wo es dann bergab geht. Weiß nicht, wie die heißt. Schnelle Rechtskurve. Der vorher vor mir war, der ist ja die so weit angefahren. Da habe ich gedacht, ja, probiere ich auch mal aus. Aber das ist einfach nicht mein Ding. Ich kann das nicht. Wichtig ist jetzt einfach, den Abstand zu Diggler zu halten. Was fährt der an? Ein McLaren. Hinter dem dann BMW. Die liegen halt auch gut. So, das war jetzt ein bisschen smoother. Smooth is fast. Nee, gar nicht. Ich verliere hier Zeit. Glaube ich, zu spät gebremst. Zu früh gebremst.
Achso, ich fahre hier übrigens mit einem Chartier-Setup, also mit 0 Dämpfer vorne. Also 0 Druckstufe und 0 schnelle Druckstufe und sowas. Wollte ich gerade die Kurve nicht so anfahren, wie ich sie normalerweise fahre. Naja, das war wohl nichts. Oh Mann. Ja, jetzt ist Dickler natürlich auch wieder näher dran. Ja, das war jetzt auch wieder so ein bisschen geslidet, war dann am Anfang ein bisschen schneller als in der vorherigen Runde. Jetzt verliere ich ein bisschen Zeit, weil ich dann nicht ganz so gut rausgekommen bin. Boah, ich bin schweißnass. Wir haben hier in meinem Arbeitszimmer 26 Grad. Tendenz steigend. Und irgendwie gelingt mir die Kurve jetzt nicht mehr. Ja, okay, das war natürlich ganz doof. Shit, Dicklash 05 hinter mir. Nein! Gut. Grüne Runde. Aber der muss erstmal an mir vorbeikommen. Der mag vielleicht jetzt gerade 2-3 Zehntel schneller pro Runde fahren. Aber da muss er natürlich eine gute Stelle finden, an der er mich schlotzen kann. Brücke sind okay, sehe ich jetzt gerade. Nein, Kacke. Muss noch mal lupfen. Ah, doof, 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 doof. Was, losing oder also gaining? Ich habe es jetzt gerade nicht verstanden, was ich tue. Sicherlich lose ich Zeit auf Digger, Dickler. Nein, ich spüre schon seinen Atem in der Helicorsa-App. Manchmal leuchtet er da so auf. Ja, ich kann später bremsen. Dann noch reinbremsen, so Trail Braking mäßig. Eine Technik, die ich immer noch nicht beherrsche richtig. Komm, Traktionskontrolle, rette mir den Arsch. Jetzt fange ich an, komische Sachen zu machen. Auto schmiert jetzt ein bisschen. Das liegt natürlich an meinem Aggro-Fahrstil. Oh, David ist jetzt vor Dickler und Dickler, ja, scheint irgendwie einen Patzer gemacht zu haben.
Was geht mit David 1-7 hinten? Fünf Minuten noch. Reifen scheinen sich jetzt entspannt zu haben. Ja, kacke, ich kann noch später bremsen. Ich habe jetzt echt die Bremse fast ganz gelöst dann. Aber ich finde das Fahrgefühl oder wie sich das Fahrzeug verändert über die Runden, finde ich einfach in Automobilista 2 angenehmer oder besser. Ich spüre da die Karre mehr. Hier in ACC fahre ich mehr so immer dasselbe. Ich spüre so Feinheiten, wenn die Reifen heiß werden, aber nicht so krasse Veränderungen wie in Automobilista 2. Ich kann es nicht genau erklären, was es ist, aber es fühlt sich auf jeden Fall geil an. Wenn die Reifen dreckig sind und so, das, ja, man merkt einfach alles. Man merkt dann auch, wenn die Reifen abgefahren sind. So wie hier, wenn sie zu heiß sind hinten. Also wenn die dann so schmieren und so. So, jetzt später bremsen. Abstand zu David immer noch 1,7. Sehr schön. Das war früher gebremst und nicht später. Ah, doof, jetzt hat es gerade voll geruckelt. Super ärgerlich im letzten Rennen auch. War ich dicht hinter einem, dann ruckelt es plötzlich, weil ich glaube, der erste ist gerade durch die Ziellinie gefahren. Und dann kam der Ruckler des Todes. So, David holt auf. 1,3 nur noch. Komm, 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 Porsche. So, jetzt auf in die superschnelle Runde. Die schnellste Runde aller Zeiten. Ja, sagte er. Und verabschiedete sich beinahe. Wer ist hinter mir? Quinn in einem Ford. In einem Ford Mustang, oder? Natürlich. Gut, aber vielleicht kann der jetzt noch ein bisschen David aufhalten. Nee, komisch, jetzt ist Quinn plötzlich weg. Vielleicht hat er seinen Karren geparkt, um andere vorbeizulassen. Vielleicht kann mir Jeckle ein bisschen helfen und den David ein bisschen attackieren. Das wäre schön. Ah, das ist so mein größtes Problem, wenn ich einmal einen Bock schieße in der Runde. Dann fällt es mir so schwer, wieder reinzukommen. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, die ganze Runde. Ich glaube, ich habe am Anfang 3 Zehntel oder 4 verloren. Jetzt ist eine Sekunde. Zieht sich dann wie ein Rattenschwanz durch. So, letzte Runde. Sollte eigentlich nichts mehr passieren. Stand 1-1, Jeckle 1-4, also 0-3 zu David. Hm, könnte noch was werden für Jeckle. Das habe ich, glaube ich, gerade beim Runterschalten die Bremse gelöst. Habe ich in einem Video von mir auch neulich gesehen, dass ich beim Runterschalten immer so ein bisschen von der Bremse gehe. Das hatte ich schon früher, als ich noch die alten Pedale hatte.
Oh, da ist wohl was passiert, wenn jemand stupid schreibt. Nein, und wieder 13. verloren gerade. Nein, keine Verbesserung in der Rundenzeit hinbekommen. Nein. Ah, aber gut, ich habe es als Dritter ins Ziel geschafft. Voll gut. Ich glaube, ich bin als Vierter oder Fünfter gestartet, oder? Weiß gar nicht mehr. Also, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen. Ich fand es ein, ja, anständiges Rennen, war jetzt leider ein bisschen langweilig. Das mit dem Dickler war cool, dass der hinter mir war. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!